Die AfD sieht in der aktuellen Unionskrise Parallelen zum Niedergang der DDR. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel sei ein Kipppunkt überschritten, sagt Parteichef Alexander Gauland auf dem Parteitag in Augsburg. Auch die Vereinbarungen des EU-Gipfels zur Flüchtlingspolitik kritisiert er scharf. Es ist eine totale Luftnummer. Es soll alles so weitergehen. Es soll dieselbe Import von Flüchtlingen weitergehen wie seit 2015. Und das wird nur mit sozusagen einer neuen Warteschleife garniert. Das ist keine europäische Lösung. Und dagegen werden wir Sturm laufen. Der Parteitag wurde begleitet von massiven Gegendemonstrationen. Mehrere tausend Menschen waren vor Ort. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern.